Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zu einer weiteren Folge Jurassic World Evolution. Ich habe gehört, ihr wolltet eine zweite Folge. Also gibt es eine zweite Folge, Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke für euer Feedback auf die Folge 1. Und Freunde, ist es nicht schön, hier wieder direkt im Park zu sein. Wir müssen jetzt eine Ranger-Station, genau, eine Ranger-Station wollen wir aufbauen. Bevor wir das machen, werde ich die kurz mal nochmal auf Expedition losschicken. Und zwar haben wir den? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir den Dino nicht haben. Ne? So, Fossilien. Guck mal da. Geil, Alter. Ich glaube, jetzt müsstet ihr auch eigentlich auch meine Maus sehen. Was ist das jetzt hier? Ach, das können wir verkaufen, Alter. 100.000. Ja, damit. Nice. Sehr nice. Sehr, sehr nice. So, Forschung. Müssen wir wahrscheinlich... Moment mal. Gebäude. Das ist ein Kleiderladen. Gebäude-Upgrades. Ach, guck mal, was es hier alles so gibt. Ey, mein Gott. Was ist das denn hier? Erfolgsrate 1.0. Um 10%. Das können wir eigentlich... Das könnten wir eigentlich nehmen, oder? Sollen wir das mal nehmen? Komm, wir nehmen das mal. Wir lassen das mal erforschen. So. Genetische Forschung. Können wir gerade nicht machen, weil wir nur ein Forschungsteam haben. So, also lass mal kurz gehen. Betriebsgebäude. Rangerstation. Die Rangerstation knallen wir. Wie knallen wir die denn hin? Baukosten verbaut. Ich würde sagen. Obwohl, warte mal, will ich hier nicht noch. Hier könnte ich noch ein Gelände machen. Hier könnte ich auch noch mal so ein kleines Gelände machen. Vielleicht. Terrainbeschränkung. Terrain, Junge. Ich würde sagen, wir knallen das mal. Ach, guck mal, der Preis ist sogar unterschiedlich. Ach, krass. Je weiter wir weg vom Weg sind. Ach, klar. Nee, warte mal. Hier bin ich sehr nah dran. Hier sind es 404.000. Machen wir es dorthin, Freunde. So. Also, Rangerstation wird gebaut. Und dann schauen wir mal, was wir noch so bauen können. Es wäre ja vielleicht ganz cool hier, obwohl es ein bisschen klein war, dieser Abschnitt hier. Der Abschnitt wäre ein bisschen klein, um dort so ein Fleischfress... Alter, boah! 4 Sterne! Sehr hohe Qualität, aber den haben wir schon. Aber trotzdem kann man die ganzen Namen nicht merken. Ich kenne nur T-Rex, mehr muss ich nicht... Alter! Alter, geil, 4 Sterne! Den nehmen wir auch mit rein. Oder brauchen wir den überhaupt noch? Wenn wir den jetzt haben? Ich will natürlich High-Class-Dinos haben. Das wäre natürlich ganz cool. Also, ich nehme das nochmal. Dann schicken wir den ganzen Hasen nochmal hier los. Wo waren wir denn zum Beispiel noch nicht? Machen wir das hier. Da waren wir zwar schon, aber ich mache das trotzdem ganz einfach mal. So. Brüten Sie einen Triceratops aus mit einem Genom von 70%. Ach. Und lassen Sie ihn frei. Ach, das ist die nächste Aufgabe. Fotografieren Sie einen Dinosaurier, der an einer Futterstation frisst. Okay. Ranger Team. Fahrzeug lenken. Wow! Aha, guck mal. Boah, ist das laut. Alter, ui, geil ist das. Ich lag tatsächlich gar nicht mal so falsch im F. Oh, 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 oh. Wie geil ist das denn? Moment, auf...
auffüllen. Wie fülle ich das denn jetzt auf? Ach, das wird gerade aufgefüllt. Warte mal. Boah, ich bin gerade ein bisschen überfordert. Moment kurz. Nein, 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 bleib zu, bleib zu, bleib zu, bleib zu. Ich muss mich nur kurz so positionieren. Ey, wie cool ist das denn, ey? So, warte mal, Fotomodus. Ich wäre bereit für das Foto. Vorräte voll. Vorräte voll. Wie geil ist das? Wie geil ist das? Freunde, bisher macht es echt Laune, das Spiel. Falls ihr euch dasselbe holen wollt, Freunde, und Steam-Guthaben braucht, nutzt gerne meinen Partner Games Rocket. Die haben immer ganz gute Angebote. Ich muss jetzt schnell ein Foto machen. Jawohl. Fotodezeit. Oh, warte mal. Erneut versuchen. Das ist ja wie in Dead Rising. Das ist ja wie in Dead Rising. Oh. Ganz allein gemacht, ja? Ja, natürlich, klar. Was soll das? Glaubt ihr denn schon los? Sie haben da ein paar großartige Bilder gemacht. Genug für diesen Auftrag. Glückwunsch. Das ist ja nice, dass du dafür Bilder machen sogar noch Kohle bekommst. So, warte mal. Was wollte ich sagen? Also, check gerne mal meinen Partner ab. Wenn ihr Bock habt, folgt mir auf Twitter, Instagram. Cool. Cool, Alter. Wie geil ist denn das? Dass ich da auch noch Kohle für bekomme. Ich bin allerdings etwas enttäuscht, dass wir gar nicht wie in Jurassic World jetzt einen Mercedes fahren können. Wow, 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 wow. Lambert hier. Was ist jetzt los? Ich hätte da einen neuen Job, der Ihren Fähigkeiten entsprechen sollte. Schauen Sie sich die Sache an und sagen Sie Bescheid, wenn Sie Interesse haben. Boah, das Bild hier oben. Mann, das sieht schon cool aus. Wir brauchen einen Testdinosaurier, um unsere Sicherheit zu bewerten zu können. Ja, klar, machen wir. Nehmen wir natürlich an, ist logisch. Nee, dann nicht. Nicht jetzt. Achso, das wusste ich nicht. So, das werden wir extrahieren. Den Dino möchte ich hier haben, den kleinen. Wonne proppen. 120.000 sogar. Her mit dem Cash. Okay. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Bisher. Hi, ich bin Isaac. Wow, wow, wow. Ich habe viel Gutes über Sie gehört. Ich leite die Unterhaltungsabteilung. Was bringt die weltgrößte Show, wenn sie niemand sieht? Antworten Sie nicht. Das war eine rhetorische Frage. Mit einer eindeutigen Antwort. Wir brauchen mehr Besucher im Park. Schaffen Sie mehr Leute in die Anlagen. Mehr Besucher bedeuten mehr Einnahmen, Spannung und Möglichkeiten. Aber wenn ich das jetzt annehme... Ach, das kann ich annehmen, oder was? Ach man, hä? Ist das... warte mal. Alter, Alter, das Team brettert hier lang. Okay, die KI, das verstehe ich nicht ganz. Wir haben jetzt eine Mission am Start, aber hätten die eine nicht annehmen können, weil sie dann abgebrochen wäre. Das ergibt, ist das denn so eine kleinere Mission, ist hier unten? Oder warum konnte ich die eine nicht annehmen, aber die jetzt schon, ohne dass die andere abgebrochen wird? Wisst ihr, was ich meine? Das ist komisch. Okay, Triceratops 70%. Können wir also nochmal losschicken. Bei wie viel Prozent bin ich denn überhaupt? Bei 58 bin ich jetzt. Den können wir noch nicht herstellen. Da sind wir schon bei 84. Alter, wie viele Dinos gibt es denn? Den will ich auch. Ein kleinen Littlefoot. Kennt ihr die Filme noch? Kennt jemand die Filme noch? Geil. Boah, ich bin mega gehypt gerade. Nice. Und dann wahrscheinlich hier so, hier Varianten, wa? Mit Genmanipulation etc. Genom modifizieren. Ach cool, was passiert denn da jetzt? Ach, was ist das denn? Lücken-ID aussehen.
Wüstenmuster. What? Lebensfähigkeit? Lebenserwartung? Null Gen? Stärke des Herzens. Okay. Belastbarkeit? Gute Verdauung. Und hier ist noch nichts. Ah, wisst ihr was, Freunde? Das spare ich mir aber auf. Oder soll ich jetzt schon einen machen? Ich überlege gerade, das vielleicht einfach mal auf 100% zu bringen und dann den nochmal zu modifizieren. Ich glaube, das wäre ganz cool, glaube ich. Also für die Mission brauchen wir einen Triceratops, dann kommen wir da weiter. So, die andere ist ACU, Zentrum Born. Und das ist, bietet schnelle Luftunterstützung für Zwischenfälle im Park. Gut. Kriegen wir das hier noch hingeklatscht irgendwie? Nee, wahrscheinlich nicht. Warte mal, das Terrain können wir doch auch irgendwie, Landschaftsgestaltung. Das können wir doch auch anpassen. Passiert da überhaupt irgendwas? Oder? Nee. Kann ich den... So. Obwohl, soll ich da das... Nee, warte mal. Ich glaube, ich platziere das lieber hier, denn... So, mein Mausrad spinnt ein bisschen rum. Ey. So. So. Dann packe ich das, glaube ich, hier hin. Ach, das ist viel zu breit. Kann man das versetzen? Skins. Oh, den muss ich haben. Den muss ich haben. Den Oldschool Jeep. Kann man das versetzen, die Gebäude? Kann man nicht. Shit. Okay. Ja gut, dann packe ich das hier hin. Dann packe ich das hier hin einfach. Das kostet zwar jetzt alles ein bisschen Cash, aber das passt schon. So, ein bisschen anpassen. Wir haben ja noch 1 Million auf dem Konto. Jetzt kommt das Ding dorthin. Schön daneben. Moment, falscher Knopf. So, ein bisschen drehen hier. Baukosten verbaut. Zack. Kein Strom. Wieso kein Strom? Mist. Sieht so aus, als hätten Hab ich die Stromleitung gekappt? Nee. Nicht gut. Bauen Sie mehr Kraftwerke oder erhöhen Sie die Produktion. Okay. Dann lass mich mal ganz kurz gucken. Das ist das Kraftwerk. Upgrade. Okay. Deaktivieren. Ne. Dann, zack, zack. Machen wir das. Passt das denn hier noch hin? Ne, passt es nicht. Passt das hier so hin? Schade, schade, dass es nicht so ist, dass, wenn du da Gebäude über Wald baust oder bauen willst, dass das, nicht automatisch direkt verschwindet. Das wäre ganz cool. So, warte mal. Vielleicht passt es hier genau rein. Wir erledigen das Unwahrscheinliche und Sie das Unmögliche. Danke. Ja, ja, cool, cool, cool. So, warte mal eben. So. Wenn ich das so mache, warte mal. Passt es dann dorthin? Strom. Irgendwie will es nicht so, wie ich es will. Weil der Boden so uneben ist. Wie kriege ich den denn auf eine Ebene, so wie ich das haben möchte? Obwohl die Fläche ist wahrscheinlich einfach zu eng, wa? Aber ist das überhaupt gerade oder wird das immer automatisch so abschüssig? Guck mal weiter hier.
Nee, das wird, glaube ich, nicht. Ich glaube, Stromproduktion, ja. Ich bin noch dabei. Ich baue gerade. Ich will es schön machen, weißt du? Aber ich glaube, das wird nichts. Ich verballer gerade einfach nur meine Kohle auf unsinnig. Ich glaube nicht, dass es was wird. Nee, komm. Komm, Freunde, dann machen wir das. Dann machen wir das jetzt hier hin, bitte. Also sag mir jetzt nicht, das passt hier auch nicht hin. Terrain-Beschränkung wieder. Nee, ey, das ist doch... Das ist doch ein schlechter Witz gerade, Freunde. Ich will jetzt nicht das komplette Terrain einreißen. Okay, wisst ihr was, Freunde? Jetzt reicht's. Ich klatsche es jetzt hier hin. So. Ich wollte es schön haben, aber es sollte nicht sein. Und langsam geht uns aber ein bisschen die Kohle aus, wa? Bauen Sie eine betriebsbereite Ranger-Station. Na komm, Strom brauchen wir. Jetzt müssen wir kurz warten, bis es fertig gebaut ist. Das sieht so ein bisschen aus wie im Lego-Film, wa? Kennt ihr die Bauarbeiten im Lego-Film? Auch so Motion, wie heißt das nochmal? Stop-Motion mäßig. Warum dauert das so lange? Die anderen Gebäude gingen immer voll schnell. Wir brauchen Strom. Weg nicht verbunden. Ernsthaft? Jetzt aber, oder? Ja, jetzt. So, Freunde. Wie weit sind wir denn jetzt hier mittlerweile? Achso, ja. Ich muss natürlich auch die... Ach, ich drücke immer den falschen Knopf. Ich muss natürlich auch die... wie war das nochmal jetzt? So, warte mal. Kontrollraum. Ohoho! Extrahieren. Und extrahieren. Ich denke mal, danach sind wir hoffentlich auf... 70%, wir brauchen das nämlich. Die Kohle ist bald leer. Ist bald alle, auf jeden Fall. Expeditionskarte. Wo kann ich denn jetzt, wo kann ich denn jetzt nochmal die andere Mission annehmen, die wir vorhin nicht annehmen konnten? Inselbewertung, Aufträge. Neuen Auftrag anfordern, okay. Ja, Freunde, man muss ja auch erstmal wieder ins Spiel kommen, so, weißt du? Aber wir sind auch ganz gut unterwegs. Wir haben ein paar schöne Dinos hier, die haben Spaß. Die futtern schön in Ruhe. Ich möchte den Auftrag annehmen, was impliziert, dass Sie das auch wollen. Richtig? Ja, kann man den jetzt annehmen, ohne dass eine Mission abgebrochen wird? Ja, kann man. Lassen Sie Dinos frei. Kann man diese Mission hier eigentlich ausklappen, wenn man auch das nochmal in der Über... Wow. Nicht so laut hier. Der will nicht gestört werden von den kleinen Flinken hier. kann man das hier unten ausklappen irgendwie? Das wäre ja ganz sinnvoll irgendwie. Wenn man das nochmal ausklappen könnte. Aber anscheinend nicht. Aufträge... Brotkasten. Oh, wir sind bei 69%. Ist das ein Witz? Gerade 69%. 1% mehr und wir hätten es schon. Alles klar, ich muss doch nochmal einen losschicken. So. What the fuck? So, okay. Da wollte kurzzeitig die Maus nicht mehr so richtig. Jetzt geht's wieder.
Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Keine Ahnung. So. Ich überlege auch, was soll ich denn machen? Soll ich das Gebiet vielleicht ein bisschen verkleinern? Oder? Obwohl, warte mal, wenn wir da sowieso jetzt gleich ein paar neue noch reinpumpen, ist es ja trotzdem in Ordnung, denke ich. So, jetzt müssen wir ein bisschen warten, wa? Was können wir denn hier machen, zum Beispiel? Eine kleine Helikopterflugstunde können wir mal machen. Oh mein Gott! Die Steuerung ist ja unfassbar. Oh Gott! Ja, das ist dann wiederum der Moment, der beim Controller auf jeden Fall besser sein wird. Alter, 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 Junge. Ich will euch nichts tun. Ach, guck mal, sogar das Wasser wird weggewirbelt. Das ist ganz cool eigentlich. Ich will euch doch nichts tun. Ich tue euch nichts. Wie weit können wir nach oben fahren? Fliegen. Und die Insel mal begutachten. Alter, scheiße, ist sie riesig. Okay, weiter geht's nicht. Na gut. Tschüss. Wir müssen zu den Fossilien. So, bitte extrahieren. Das können wir mal verkaufen. Ich überlege eh, ob das... Ist das sinnvoll? Was meint ihr, Freunde? Ist es sinnvoll, ein Stern Fossilien einfach zu verkaufen wieder? Weißt du? Ich hab jetzt nicht... ja, woher soll ich das auch wissen? Ich weiß jetzt nicht, wie viele Prozent Erforschung der DNA so eine 1 Stern und 2 Stern bringt. Deswegen, also ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Oder ob das dann so, wenn dann mal 1 Stern kommt, dass man das dann einfach nutzt und dann halt ein bisschen Cash hat. Wieder. So. So, guter Triceratops. Alter, am Limit. Am Limit sind wir. Cash-mäßig bald. Freunde, am Limit. Viel Cash haben wir jetzt nicht mehr übrig, wa? Ja, meine Terrain, Junge, meine Terrain-Einheiten, die haben einfach zu viel Cash gekostet. Ich war einfach auf dem Bild unterwegs und wollte es eigentlich unbedingt da zusammenbauen, aber das hat einfach nur Cash unsinnig verbraucht. So, Freunde, lassen wir es frei. Sehr schön. Warum die immer loslaufen zum Futter? Oh, oh, die freuen sich an. Die unterhalten sich. Ey, der hier braucht auch nochmal einen, der Edmond, der braucht auch nochmal einen Freund. Forschungsziel im Forschungszentrum Hakenwurmparasiten. Aha. Na gut, dann machen wir das doch mal. Erfolgsrate. So, warte mal.
ich gehe immer auf den falschen. Das ist auch wieder der falsche. Forschung. Hakenwurm, wo war der denn? Da ist er. Können wir uns nicht leisten. Scheiße. Können wir uns leider nicht leisten, Freunde. Ich werde den mal verkaufen. Den mal extrahieren. Boah, es ist zu viel. Aber wenn ich das jetzt erforscht habe, kriege ich ja wieder Cash rein. Das ist echt zu hartes Leben am Limit-Style hier gerade. Das gefällt mir eigentlich gar nicht. Ich habe nur noch 4.500 Dollar. Shit. 6.000. 10.000 pro Minute. Das ist doch ganz gut. Einkommen durch Attraktionen. Alter, das ist eine gute Bilanz. Ich bin zufrieden. Ich dachte, es wird schlechter aussehen. Ich bin zufrieden. Okay, das machen wir dann noch. Meine Güte, Sie haben da einen kranken Dinosaurier. Zeit, ihn zu behandeln. Sonst tragen Sie auch die Verantwortung für das, was danach kommen sollte. Mip, aufpassen! Weg da! Mach auf! Ach Mist! Komm her! Alter, Großwildjäger. Oh, noch mehr? Ach, die Besucher beschweren sich? Ja, ja, sorry. Kriegt ihr. Muss ich ihm noch eine reinjagen? Wie geil ist das gemacht, Alter? Ich feier das. Bleib doch hier, ich rette dich. Oh, noch ein Treffer und reicht es jetzt. Jawohl. Noch ist alles ruhig, Freunde. Noch ist alles ruhig. Eingehende Übertragung. Hoho, oh, oh. Nice. Ich habe es geschafft. Alter, 1 Million. Unser Weg führt in Richtung eines reinblütigen Dinos. Das wird das Paradigma verändern. Diese Errungenschaft kann man nicht ignorieren. Oh, durch Ihre Hilfe, das ist wohl klar. Unter meiner Leitung natürlich. Ich denke, wir sind ein gutes Team. Lassen Sie uns das wiederholen. Ich gebe Ihnen Bescheid. Ich habe Dr. Dua schon unzählige Male an der Aufgabe zerbrechen sehen. Jetzt glaubt sie, durch Sie wieder im Rennen zu sein. Denkt sie wirklich, sie könnte mehr erreichen als ich? Tja, wer weiß das schon, ne? Wer weiß das schon? Denken Sie daran, die Show muss weitergehen. Dieser Auftrag macht's möglich. So, Forschung. Was bringen wir denn nochmal auf den Weg hier? Ich würde sagen, Kleiderladen zum Beispiel. Freunde. Ich würde sagen, das war's dann an dieser Stelle. Ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, Freunde. Lasst mich gerne wissen, ob ihr Bock habt, mehr zu sehen. Bewerten, kommentieren nicht vergessen dafür, ist klar. Denn, ja... Wenn kein Feedback reinkommt, weiß man ja nicht Bescheid. So, also, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen soweit.
cooles Game, definitiv. Macht bis hier echt sehr viel Bock. Und ja, das war's. Haut rein. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Tschüss.